Das Ziel aller Krisen. Ja, wir haben es ja im Moment mit sehr vielen Krisen zu tun, zum Beispiel mit der Finanzkrise gerade oder die Kriege oder alle möglichen Themen, die auf die Menschen allgemein beängstigend wirken. Und wenn ich mit der geistigen Welt darüber spreche, dann sagen sie mir immer eines, dass alle Krisen nur ein Ziel haben. Und damit meinen sie auch wirklich nur ein Ziel. Und darum geht's in diesem Video. Vorab möchte ich aber noch kurz erwähnen, wenn ich dieses Ziel mit euch teile, dann kann es gut vorkommen, dass der eine oder andere ausschalten möchte oder die Augen verdreht. Und die geistige Welt sagt aber, dass es jetzt wirklich wichtig ist, dabei zu bleiben, sich mit diesem Ziel auseinanderzusetzen und einen speziellen Schritt zu tun, um den es jetzt geht. Und für diejenigen, die diesen Schritt noch nicht gemacht haben, für die wird es nicht immer so einfach sein, denn wir bewegen uns ja gerade auf zwei Zeitlinien, die in entgegengesetzte Richtung laufen. Also für diejenigen hingegen, die jetzt einen speziellen bewussten Schritt machen oder bereits gemacht haben, die brauchen sich keine Sorgen mehr zu machen, auch wenn im Außen das Chaos tobt. Denn dieser Schritt ist wie eine Art Versicherung, die einzig wahre Versicherung. Und das Tolle ist, die gibt es auch noch umsonst, also kostenlos. Und diese Versicherung, dieses Ziel, das hinter allen Krisen steckt, ist, dass der Mensch sich wieder ganz bewusst mit Gott verbindet. Und mit Gott meine ich jetzt keine Religion, sondern es geht wirklich um eine bewusste, geistige, göttliche Kraft, die in uns allen wohnt. Aber viele von uns können diese Kraft überhaupt nicht mehr fassen. Und das ist auch nicht groß verwunderlich, denn wir haben über viele Generationen hinweg die Verbindung verloren zu Gott, sage ich jetzt mal. Ich sage jetzt einfach mal Gott, weil Gott etwas ist, was sich jeder gut vorstellen kann. Aber wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, in die Kirche zu gehen oder einer Religion anzugehören, sondern es geht um eine ganz individuelle Beziehung. Eine ganz einzigartige Beziehung, die jeder Einzelne von uns zu Gott oder dem göttlichen Bewusstsein aufbauen kann. Und alle Krisen wollen uns genau dorthin führen, dass wir wieder diese bewusste Verbindung zum Göttlichen haben und das in uns spüren und uns auch von dieser Kraft führen lassen und nicht von den Medien oder den Nachbarn oder irgendwelchen Autoritätspersonen. Und man kann hier jetzt auch ganz bewusst von Gott oder von ihm sprechen, denn es ist der Heilige Geist, also der Gegenpol von ihr, von der heiligen Materie der Göttin Mutter Erde, von der jegliche Materie kommt. Und über die Materie, die uns umgibt, darüber sind wir uns ja bewusst. Viele vergöttern sogar die Materie, ohne wirklich zu wissen, dass die wahrhaftige Materie, die jetzt nicht menschengemacht ist, sondern von der Mutter Erde gemacht ist, dass das die Göttin ist. Die Materie ist allerdings nur vollständig, wenn der Heilige Geist in ihr integriert wurde. Das heißt, wenn die Materie auch ein Bewusstsein hat oder eine Art Leben, so wie wir Menschen, wie die Tiere, wie die Pflanzen, dann ist die Materie beseelt und der Heilige Geist oder Gott und die Göttin Mutter Erde, die Materie, sind vereint. Bei der menschengemachten Materie ist das hingegen oft nicht der Fall. Vielmehr zerstören wir sogar den Heiligen Geist, der der natürlichen Materie innewohnt, zum Beispiel in unserer Nahrung, indem wir sie erhitzen, im Kochvorgang. Oder auch unbeseelte Materie ist das, was wir als KI bezeichnen oder Roboter. Das ist alles die unbeseelte Materie, die es in der vierten Dimension gibt. Und es gibt eben Kräfte, die uns in dieser unbeseelten Materie der vierten Dimension festhalten wollen. Erst in der fünften Dimension haben wir wirklich verstanden, dass wir die Materie, die wir als Mensch erschaffen haben, auch beseelen müssen. Ebenso wie das Gott und Göttin in gewisser Weise machen. Also jetzt ein Beispiel ist zum Beispiel ein Haus. Wir selber bauen ja ein Haus. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich geboren wurde, wurde auch mein Elternhaus gebaut. Also wir hatten das gleiche Geburtsjahr oder das gleiche Baujahr. Und viele Dinge oder auch die Materie, denen habe ich in gewisser Weise Leben eingehaucht, indem ich mir darüber bewusst wurde, dass Dinge auch eine Seele haben können. Und es ist dann tatsächlich auch eine Seele eingezogen.
Und das mache ich bis heute noch, zum Beispiel meinen YouTube-Kanal. Für mich fühlt er sich beseelt an, weil ich alle Videos in Verbundenheit mit der göttlichen Quelle mache und alles, was wir zusammen erschaffen, ich erschaffe es ja nicht alleine, sondern das erschafft die göttliche Quelle, Gott, durch mich. Und dann ist das, was dabei herauskommt, auch beseelt. Es trifft auch auf meine Webseiten zu, auf die E-Books, Meditationen und so weiter. Und bei dem Haus, in dem ich wohnte, war es auch so. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich viele Jahre mal nicht in dem Haus war. Und als ich wieder zurückkam und das erste Mal in dieses Haus ging, nach vielen Jahren, da sprach das Haus auf einmal zu mir. Also ich trat hinein und das Erste, was das Haus sagte, war, Heike, endlich bist du wieder da. Und ich weiß noch, dass ich völlig überrascht war im Erwachsenenalter, dass dieses Haus zu mir sprach. Aber ich verstand es natürlich, weil ich als Kind immer mit diesem Haus gesprochen habe und dieses Haus beseelt wurde. Ja, und die Krux in der heutigen Zeit ist, dass die meisten Menschen nicht mehr wissen, wie man in Beziehung zu Gott geht. Und dabei ist es im Grunde genommen ganz einfach, denn als ich mit 5 Jahren zum ersten Mal von Gott hörte, da hat mich das total fasziniert, dass es da eine Kraft gibt, die mir in jeder noch so ausweglosen Situation helfen will. Und wenn es diese Kraft gibt, dann wollte ich als Kind unbedingt damit verbunden sein. Und was ich dann gemacht habe, ich habe einfach jeden Abend, wenn ich ins Bett gegangen bin, zu Gott gebetet. Natürlich habe ich mich zuerst ein bisschen darüber gewundert, dass ich keine Antworten von ihm bekam, wie ich das normalerweise von Menschen bekam, also über Worte, die man eben richtig hören kann. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass er auf eine andere Art und Weise kommuniziert, über Zeichen, über ein Gefühl, eine Eingebung oder Idee. Oder man liest einen Satz oder hört etwas im Radio oder im Fernsehen und weiß, dass das gerade die Antwort ist, nach der man gefragt hat. Und auch speziell gerade in diesen Zeiten, in denen ein Finanzcrash droht oder eben sehr viel Angst wieder in den Medien aufgebaut wird, das ist ja meistens mehr eine Show als Realität. Und wenn ich mit Gott darüber spreche, dann sagt er immer, der fragt er mich immer, worüber machst du dir Sorgen? Ich habe die ganze Welt erschaffen, gemeinsam mit der Göttin Mutter Erde. Meinst du, ich habe ein Problem damit, mich um dich zu kümmern, dich zu versorgen? Für Gott ist es ein leichtes, sich um uns zu kümmern, genauso wie wir zum Beispiel auch Haustiere haben und es ein leichtes ist für uns, dass wir uns um die Tiere kümmern. Aber wir müssen mit ihm sprechen. Also genauso wie meine Katze, wenn sie was von mir will, dann miaut sie hin und wieder. Genauso ist es auch, dass wir uns bemerkbar machen müssen. Denn wenn wir schlafen und nicht mit Gott sprechen, dann lässt er uns auch in Ruhe schlafen. Genauso wie wir unsere Katze in Ruhe schlafen lassen, wenn die sich irgendwo gemütlich hingelegt hat. Aber wenn wir in der Verbindung sind, dann schickt Gott uns auch Impulse. Beziehen wir das zum Beispiel mal aufs Geld, kann das durchaus sein, dass du den Impuls bekommst, Edelmetalle oder Kristalle zu kaufen. Aber nicht aus Angst oder aus Sorge, sondern weil diese Elemente eine Wirkung haben. Zum Beispiel wirkt Gold bewusstseinserweiternd. Oder bestimmte Kristalle haben hohe Frequenzen in sich gespeichert, die jetzt gerade zu uns kommen sollen, in materieller Form. Und so bekommen wir immer aus unserer inneren Führung die richtigen Informationen, wohin der Weg gehen soll. Und darum geht es, dass wir Gott oder diese Intuition wieder in unser Leben einladen und ihm die Führung übergeben, durch uns in Liebe, Weisheit und Frieden wirken und wir dafür in Dankbarkeit sein können. Denn es ist göttlich, wenn das geschieht. Und das ist das letztendliche Ziel, was hinter allen Krisen steckt und worum es jetzt in dieser Zeit wirklich geht. Die bewusste Verbindung zu Gott und ihn durch uns wirken zu lassen, das ist das letztendliche Ziel hinter allen Krisen.